الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله. In der vergangenen Khutba zählte ich die Stützen und Säulen des Imans im Allgemeinen groben auf. Nun wollen wir heute feststellen, dass die einzelnen Bestandteile dieser Säulen unzertrennlich voneinander sind. Genauso wie die Aqida, also die Glaubenslehre, und die Scharia, das heißt die rechtlichen Normen und das islamische System, unzertrennlich sind. Hört ihr dazu beispielsweise das Volk des Propheten Shu'aib an. Sie verstanden aus seinem Aufruf nämlich, dass seine Religion auf zwei Säulen basiert, aus zwei Elementen besteht. Die Aqida, also die Glaubenslehre, und an ihrer Spitze der Monotheismus, der Einheitsglaube an Allah, und das zweite Element, das System bzw. das Gesetz und die Normen, die ihr Leben bestimmen. Sie sagten zu ihm in zynischem Hochmut: O Shu'aib, befiehlt dir denn dein Gebet, dass wir das verlassen, was unsere Väter dienen, oder davon absehen, mit unserem Besitz zu tun, was wir wollen? Du bist fürwahr der Nachsichtige und Besonnene. Das heißt, das Gebet Shu'aibs bestimmt zwei Bereiche ihres Lebens. Den Glauben, das ist der Bereich Nummer eins. Der Bereich Nummer zwei, ihr zwischenmenschliches Handeln. So ist das in der islamischen Weltanschauung. In der Jahiliyyah gehört die Souveränität nur dem Menschen, vielleicht mit einer Prise göttlicher Normen oder ganz ohne. Allah Ta'ala sagt diesbezüglich: Oder haben sie etwa Teilhaber, die für sie festlegen und bestimmen, was Allah nicht erlaubt hat? Und er sagt: Folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist, und folgt außer ihm keinen anderen Awliya, wie wenig ihr bedenkt. Und er sagt: Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Und Allah Ta'ala sagt: Das Verschieben eines heiligen Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Damit werden diejenigen, die ungläubig sind, in die Irre geführt. Sie erklären es in einem Jahr für ungeschützt und in einem anderen Jahr für geschützt, um der Anzahl dessen gleichzukommen, was Allah für geschützt erklärt hat. So erklären sie für ungeschützt, was Allah für geschützt erklärt hat. Ihre bösen Taten sind ihnen ausgeschmückt worden. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Und Allah Ta'ala sagt: Und esst nicht von dem, worüber der Name Allahs nicht ausgesprochen worden ist. Das ist wahrlich Frevel. Die Satane geben ihren Schützlingen in der Tat ein, mit euch zu streiten. Wenn ihr ihnen gehorcht, seid ihr fürwahr Polytheisten. Was heißt es, ihnen zu gehorchen? Die Polytheisten sagten zum Gesandten Allahs, Muhammad: Wenn das Schaf stirbt, wer hat es getötet? Also wenn es von selbst stirbt, wer hat ihm das Leben genommen? Er sagte: Allah. Sie sagten: Behauptest du etwa, dass jene Tiere, die du oder deine Gefährten töten, also durch die Schächtung, dass dies legitim sei? Oder was durch einen Jagdhund oder ein anderes Jagdtier getötet wurde, all dies ist essbar, aber das, was Allah tötet, ist haram? Darauf wurden diese Verse herabgesandt. Al-Zajjaj, der im Jahr 311 nach der Hijra verstorben ist, er sagt: In diesem Vers ist ein Beweis dafür, dass wer etwas gesetzlich erlaubt, was Allah verboten hat, oder gesetzlich verbietet, was Allah erlaubt hat, zu den Polytheisten gehört. Eine Religion ist nicht eignungsfähig, wenn ihre Glaubensinhalte verzerrt werden oder wenn sie vom allgemeinen Leben weggerissen wird und nur noch als etwas Spirituelles gelebt wird, wie es in der Kirche getan wurde, und zwar schon von Anfang an. Sie trennten die Religion vom allgemeinen Leben und behaupteten, Jesus soll gesagt haben, wie es im ersten Kapitel des Neuen Testaments lautet: Gebt dem Kaiser, was Kaiser gehört, und Gott, was Gottes ist. Und infolgedessen haben sie obendrauf noch den Kaisern und Herrschern eine Heiligkeit zugesprochen. Die Religion des Islams ist eine binäre Einheit. Aus Aqida und Scharia besteht sie. Überzeugungen und Normen, die sich fast über jeden Lebensbereich strecken. Hört ihr diese Stellen aus dem Koran an, die das bestätigen? Ruft euren Herrn in Unterwürfigkeit, flehend und im Verborgenen an. Das ist die Aqida. Und stiftet auf der Erde kein Unheil, das ist die Scharia. Und wir sandten zu Madian ihren Bruder Shu'aib,
Er sagte, oh mein Volk, dient Allah, keinen Ilah habt ihr außer ihm. Das ist die Aqida. Und dann sagte er zu ihnen, so gebt volles Maß und Gewicht und schmälert den Menschen nicht ihre Sachen und stiftet auf der Erde kein Unheil. Das ist die Scharia. Wer ist es, der den Menschen, der für die Menschen einen allgemeinen Lebensweg zeichnet? Wer sagt, was legitim ist und was verboten ist, was gut und was schlecht ist? Aus einer Perspektive betrachtet, ist es das Recht des wirklichen Gottes über seine Geschöpfe und nicht das Recht derer, die darauf Ansprüche machen. Da er der Schöpfer ist, steht ihm auch die Herrschaftsgewalt zu, und das ist für jemanden, der an Allah glaubt, etwas Selbstverständliches. Allah Ta'ala sagt diesbezüglich, gewiss, euer Herr ist Allah, der Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über seinen Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Und er schuf auch die Sonne und den Mond und die Sterne durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Was ist die Folge davon? Er sagt, sicherlich sein ist die Schöpfung und der Befehl. Aus einer anderen Perspektive ist es wieder das Recht des Allwissenden und Allkundigen und nicht das Recht der beschränkten Menschen. Wie Allah Ta'ala sagt, vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, doch ihr wisst es nicht. Nimm dir Beispiele für die Gesetze in der modernen Jahiliyyah. Schau dir die Folgen einiger davon an und lasse dich nicht von den Fassaden irritieren. Geistige Störungen, Labilität, seelische Krankheiten. In einem Artikel der Zeitschrift Focus trägt der Hauptartikel die Überschrift Psychotherapie boomt. Sigmund Freud, Gründer der Psychoanalyse, er hat einmal gesagt, dass die Psychotherapie eine säkulare Art der Seelsorge sei. Selbstmord, Drogensucht, Alkoholsucht, Kriminalität, zerstreute Kinder, Jugendkriminalität, neben dem Egoismus, der ausgelebt wird, und das individualistische Leben, Zerfall der Familien, Zerfall der Gesellschaft, der Mensch wird zu einem Tier, die Hälfte seines Lebens übernehmen die Maschinen und den Rest die Triebe und Gelüste. In einer Studie, die dieses Jahr rauskam, heißt es, dass 96,4% der Bevölkerung hier in Deutschland im Alter zwischen 18 und 84 Jahren Alkohol trinken. 1,6 Millionen trinken es missbräuchlich. 1,77 Millionen sind alkoholabhängig in Deutschland. 74.000 Todesfälle jährlich. Die direkten und indirekten Kosten alkoholbedingter Krankheiten werden auf 40 Milliarden Euro geschätzt. 13.403 Unfälle im Verkehr unter Alkoholeinfluss. Im Jahr 2016 haben insgesamt 242.000 Tatverdächtige ihre Tat unter Alkoholeinfluss begangen. 2016 wurden insgesamt 40.000 Gewalttaten unter Alkoholeinfluss verübt. Gehört sowas nicht verboten? Auch die sexuell übertragbaren Krankheiten springen förmlich in die Höhe. HIV, Hepatitis, Syphilis und Tripper. Laut Statistiken erkranken jedes Jahr 78 Millionen Menschen an Tripper, Geschlechtskrankheiten. Laut der Weltgesundheitsorganisation soll jedes 4. Mädchen von Geschlechtskrankheiten betroffen sein. Das sind unter anderem Folgen von gesetzlich legitimierter Zügellosigkeit. Allah Ta'ala sagt, sollte denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid wissen, und er ist der Feinfühlige und Allkundige. Wenn du sagst, dass Unzucht oder Ehebruch verboten ist, dann sagen sie, das ist eine biologische Sache und hat nichts mit Religion zu tun. Gut, wie ist es denn mit dem Zins? Ist er nicht verboten? Dann sagen sie, das ist eine Sache der Wirtschaft. Und die Bedeckung der Frau, das ist eine persönliche Sache und widerspricht vielleicht der Freiheit der Frau, Freiheit von Religion, Traditionen und Kultur. Dann hat man ja schon einiges genommen. Was ist aber mit der Unantastbarkeit der religiösen Heiligtümer? Das hat doch mit Religion zu tun, oder nicht? Dann sagen sie, das widerspricht aber der Meinungsfreiheit und der Kunst. Für jeden Bereich gibt es einen vorbereiteten Gott. Der Dollar, die Wirtschaft, das Gemeinwohl, die öffentliche Meinung, die Mode. Was hat man für Allah Ta'ala oder seine Religion übrig gelassen? Nur noch die Moschee? Und kann es dann sein, dass ein Muslim
sich derartige Zustände in seinen Ländern, in seiner Heimat wünscht. Wie dem auch sei, an einen Teil des Buches zu glauben und einen Teil zu verleugnen oder die Religion von der Scharia zu trennen, das ist eine Form des Unglaubens. Allah Ta'ala sagt, diejenigen, die Allah und seine Gesandten verleugnen und zwischen Allah und seinen Gesandten einen Unterschied machen wollen und sagen, wir glauben an die einen und verleugnen die anderen und einen Weg dazwischen einschlagen wollen, das sind die Ungläubigen. Ihr fragt euch vielleicht, was das alles mit dem Iman zu tun hat. Wir wollten über den Iman und die Säulen des Imans sprechen. Das hat ganz klar etwas damit zu tun, denn das Gegenteil des Imans ist der Unglaube. Und um den Iman zu verstehen, musst du sein Gegenteil kennen. Daher wird überliefert, dass Umar al-Faruq radiallahu ta'ala anhu sagte, wer nicht kennt den Islam, nicht kennt den Islam, wer nicht die Jahiliyyah kennt, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر والحياة زيادة لنا في كل خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.